Das zweite deutsche Fernsehen, mein geliebter Heimatsender, hat vor kurzem eine, ich sag mal, offizielle Pressemitteilung rausgehauen und gesagt, Bastian Pastewka ist der neue Star des deutschen Breaking Bads, die neue deutsche Serie, die alle Rekorde brechen wird und die so mega... Was für ein, ich sag mal so, ist das nicht eine der beschissensten Ausgangspositionen, um überhaupt jemals Erfolg zu haben? Ja, es war zu lesen, es gab eine Umfrage in einer großen Zeitung, wer ist der bessere Walter White? A, Walter White oder B, Bastian Pastewka? Ich habe mich sehr über die Antworten, die da drunter standen, gefreut. Ja, das ist irgendwo hergekommen, ich weiß es auch nicht genau. In jedem Fall ist es natürlich so. Ist das denn jetzt ein Natürlich Deutsch? Nicht, wir haben es gedreht, es ist nicht das deutsche Breaking Bad, es ist nicht das deutsche Sex in the City, es ist nicht das deutsche Wetten, das geworden, es ist eine ganz normale, vernünftige, schöne, spannende Serie geworden. Und sie hat tatsächlich nichts mit Breaking Bad zu tun. Und worum geht's in der Serie? Es geht um einen, ja, man muss sagen, es geht um einen Fernsehredakteur, der sich vor neue Herausforderungen stellen muss, sich die Haare abrasiert und dann feststellt, er muss das deutsche Fernsehen von innen umkrempeln und alles anders machen. Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie so eine sehr langweilige Version, langweilige öffentlich-rechtliche Version von Breaking Bad. Aber es hat tatsächlich nichts mit Breaking Bad zu tun, wirklich gar nichts. Auch nicht optisch, nicht in der Art der Spielweise, nichts. Hast du einen Ausschnitt? Wir haben einen Ausschnitt schon da, ja. Ja, dann, das ist die neue Serie, die von Bastian Pastewka, die das aber nicht. Ja, ja, bitte. Bitch, Kerner wird langsam ungeduldig. Wir brauchen dringend die Liste für Deutschlands 100 beste Dinge der Welt, Bitch. Ja, nur keine Eile. Es soll alles sorgfältig überlegt sein. Die Qualität soll ja stimmen. Da kann man nicht einfach auf irgendwelche Massendaten von ominösen Meinungsforschungsinstituten vertrauen. So, auf Platz 5 schreiben wir mal Penicillin. Oder besser noch Helene Fischer. Die ist beliebter. Helene Fischer auf Platz 5. Aber beim Online-Voting war doch die Ostsee auf Platz 5, Bitch. Na, ist doch scheißegal. Es haben doch eh nur 8 Leute abgestimmt. Und 7 davon haben eine ZDF-IP-Adresse. Dann haben sämtliche an das Internet angeschlossene Mitarbeiter des ZDF abgestimmt, Bitch. So, auf Platz 4 machen wir mal Büsumer Krabben, auf Platz 3 Klaus Kleber, weil er neulich einen aktuellen Amazon-Link zur neuen Pastewka-DVD-Box getwittert hat. Diese hier? Genau. Bitch. Auf Platz 2 das Schloss Neuschwanstein und auf Platz 1 machen wir mal... Helmut Bitch Schmidt. Helmut Schmidt, Bitch. Ja, der ist ja schon auf Platz 1. Wie immer. Na, langweilig, das ändern wir jetzt mal. Eigenmächtig? Einfach so, Bitch? Auf Platz 1 sind jetzt die Pudis. Aber für die hat doch nur einer abgestimmt, Bitch. Per Postkarte, Bitch. Poststempel Karl-Marx-Stadt 1984, Bitch. Das ist mir sowas von egal. Ich mach die Listen hier, wie ich das will. Die Pudis sind auf Platz 1 und damit basta. Ruf Kerner an, er soll das so moderieren. Okay, Bitch. Aber das ist doch illegal, Bitch. Ach, das machen doch alle so. Außerdem, wer soll jemals dahinter kommen? Ich sehe da keine Ähnlichkeit zu Breaking Bad. Wahnsinnig innovativ.